Ja, das war es wirklich. Das ist ganz offensichtlich der Schwanz. Deshalb war es wohl nicht so leicht zu erkennen. Habt ihr denn jetzt alle Teile beisammen? Ja, ich habe alle 7 Teile gefunden. Und was habt ihr jetzt vor? Ich werde jetzt Erzmagier Rakurum aufsuchen und ihn bitten, die Statuette wieder Dann zusammenzusetzen. wird es wohl das Beste sein, wenn ich mich ebenfalls zu ihm begebe. Ist er noch im Stadtarchiv? Ja, das hat er jedenfalls gesagt. Gut, dann sehen wir uns dort. Einen Moment noch, Frenja. Was wird aus Debero und Alrik? Macht euch keine Sorgen. Die Versteinerung dürfte inzwischen wieder vorüber sein. Gut, dann bleibt mir nur noch euch viel Erfolg bei der Suche nach dem Madamanten zu wünschen. Und ich möchte euch noch einmal meinen Dank für eure Hilfe aussprechen. Ohne dieses Dokument. Sprecht nicht mehr davon. Es war mir eine Ehre. Und jetzt werde ich euch auf einem kürzeren Weg wieder nach oben führen. Macht das, der Weg hierher war doch etwas umständlich. Gut. Hast du noch was zu sagen? Kann ich noch etwas für euch tun? Nö, hier brauchen wir nichts. So, das heißt, jetzt geht's erstmal wieder Ach, die Bero ist wieder normal. Ja. Dem scheint es gar nichts ausgemacht zu haben, ein Stein zu sein. Gut. Pios Platz ist da unten, also gehen wir einmal querfeldein. Oder noch besser, wir gehen durchs Osttor. Direkt in unser Anwesen. Dann gucken wir erstmal, dass wir das Zeug, was wir so haben, verstauen und damit erst mit Quark reden. Dass das Zeug verstauen. Jetzt sollte Quark doch langsam was gefunden haben. Nein. Immer noch kein Zettel, okay. Na gut, gucken wir erstmal, dass wir Zeug verstauen. Ach, der Schlüssel kann da auch mal weg. Drachenblut zu dir, der Rest wird verkauft. Bindnerarmbrust. Ja gut, die können wir auch mal wegpacken. Die sehen nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber ja, Level up. Armbrust bringt nichts. Können wir hier was verbessern? Oh, können wir Schlösserknacken verbessern? Ja, wir können Schlösserknacken verbessern. Das sollten wir definitiv verbessern. Zaubermäßig. Nignifaxius verbessern. Sanja.
Bei dir irgendein Zauber noch, den wir verbessern sollten? Attributo Gewandtheit und den da. Dein armer Trutz. Lass das mal Vorgrim machen. Vorgrin können wir hier nichts. Seine Zwergnase mal verbessern. Mehr braucht er nicht. Okay, wir sind jetzt wieder in unserem eigenen Keller. Folgt mir. Dann erstmal mit Gladys Zeug wegsortieren. Das wäre der Zettel und der Schlüssel. Fallen haben wir hier hinten, glaube ich, ja. Die Granate ab. Waffenschrank. Das tue ich mal auf die zweite Seite hier hin, da ist es nicht so sehr im Weg. Ein Besaft. Das Wildschwein fällt mal zu ihm, weil der Rest ist alles Alchemie. So. Das ist Schmiedezeug hauptsächlich und ein paar Teile für die. Jetzt sitze ich im scharfen Schwert in Abestreu fest und nun hier. Oh. Ei. Ja. So, das kann alles mal weg. Drachenblut auch. So. Oh, Unwägbarkeiten des Schicksals. Welche Prüfungen werdet ihr mir noch auferlegen? Ja. So, Vorgrim. Stahl, Zinnfigur. Rostige Nägel, Metallteile haben wir, glaube ich, auch hier drin. Ja, haben wir auch hier drin Metallteile. Und Kohle. Sollte demnächst mal wieder Tenolabs Pfeile anfertigen. Fällt mir gerade so auf. Paar Harpienfedern habe ich ja jetzt wieder. Fehlt mir nur Eichenholz, glaube ich. Rezeptbuch, Bogenbau, Tenolavs Pfeile, Holzleim, Pfeilspitzen, Harpienfedern, ja, Eichenholz. Mal kurz gucken. 25 Harpienfedern heißt, könnten wieder 5 Stacks davon bauen. Also brauchen wir 5 Eichenholz. Was ja kein Problem ist, können wir beim Bogenbauer unten in Ampraios-Tempel kaufen, Ampraios-Platz kaufen. Also erstmal noch beim Krämer den ganzen Schrott von Brennoja verkaufen und dann für Weichenholz kaufen. Dann gehen wir gerade hier rum wieder raus und zum Stadtarchiv, also zur Grafenstadt. So, Sehnenkönig weg, Gulmontekern weg, Mausefalle. Und fertig.
mir selber fehlen noch 8 Erfahrungspunkte fürs nächste Level. Hier, Holzhändler. Ja, Eibenholz war das, gell? Das muss ich selber nochmal nachgucken. Ja, Eibenholz brauchen wir 5 Stück, weil alles andere haben wir mehr als genug. Eibenholz. So. Mein Atem geht ruhig. Gut. Dann ab in die Grafenstadt. So, hier ins Stadtarchiv. Dass wir das Ding zusammensetzen. Oh, jetzt stehen sie alle hier unten rum. Da seid ihr ja endlich. Habt ihr allerdings Teile der Statuette gefunden? Ja, das habe ich endlich. Alle 7 Teile. Ihr habt sie. Wunderbar. Dann werde ich mich jetzt daran begeben, die Statuette zusammenzusetzen. Allerdings wird es wohl nicht einfach. Da habt ihr mein vollstes Vertrauen, eure Magnifizenz. Eine Frage noch. Habt ihr bereits mit Frenja gesprochen? Wem? Ach so, ja, ja, das habe ich. Und wie wird es weitergehen? Das ist noch nicht ganz geklärt. Wir haben beschlossen, zunächst einmal abzuwarten. Solange wir nicht ganz sicher sind, ob sich das Tor wirklich dort befindet, wo es sein soll, und ob es gelingt, die Statuette zusammenzusetzen und das Tor wirklich damit zu öffnen, wäre es wohl eher eine müßige Diskussion. Ja, so ist es. Soll mir recht sein, dann legt mal los, werter Erzmagus. Ja, das sollte... Nottel? Ja, Meister? Hast du allerdings Ingredienzien? Hier, Meister. Gut, dann wollen wir mal. Komm, Nottel. Halt, wo wollt ihr denn hin? Die Dings, Statuette zusammensetzen, was sonst? Diese Lokalität wäre dem Ritual eher hinderlich, ihr versteht. Ich erinnere mich da an eine Begebenheit an der Drachenei-Akademie in Kunschom. Dort beschäftigt man sich sehr intensiv mit der Magica Taumaturgia, müsst ihr wissen. Das ist sicherlich eine interessante Geschichte, eure Magnifizenz, aber wollt ihr nicht die Statuette wieder zusammensetzen? Wie? Ach ja, ja, das wollte ich wohl. Soll ich so lange hier auf euch warten? Erzmagier Rakorium und ich hatten besprochen, dass wir uns bei der Holzfällerhütte vor dem Stadttor treffen, wenn er die Statuette zusammengesetzt hat. Ihr solltet ebenfalls dorthin kommen. Ja, so ist es. Es ist nicht auszuschließen, dass es eventuell etwas dauert. Es ist alles etwas diffizil. Ja, das verstehe ich. Wir sehen uns dann vor der Stadt. Gut, dann komm, Nottel. Ich werde mich schon einmal zum Treffpunkt begeben. Bis dahin. Okay. Die Statuette. Treffpunkt Stadttor. So, da kommen wir mal. Ich habe Rakum die 7 Statuettenteile gebracht. Ich hoffe, es gelingt ihm, sie wieder zusammenzusetzen. Wenn Erzmagier Rakorium die Statue zusammengesetzt hat, wird er sich mit Frenja an der Holzfällerhütte vor dem Stadttor treffen. Frenja ist bereits dorthin aufgebrochen. Ich soll die beiden ebenfalls dort treffen. Ja.
Bis es soweit ist, können wir uns dann nochmal zu unserem Haus begeben, denke ich mal. Aber wir haben wieder etwas Ordnung in unserem Quest-Inventar.